Tabagra-Praxistest. Drei Raupenschlepper im Vergleich. Zum Test schickte Klaas den Axion 960 Terratrak. Dieser hat eine Nennleistung von 440 PS. Die Halbraupe ist in vielen Teilen identisch mit der Radmaschine. Doch erstmal ein paar Eindrücke der Maschine. Der FPT-Cursor 9 mit 8,7 Litern Hubraum lieferte an der Zapfwelle mit 410 PS die höchste Leistung im Test ab. Der Verbrauch lag bei diesem Messpunkt bei 219 Gramm pro Kilowattstunde. In den Tanks finden insgesamt 860 Liter Diesel Platz. Die Kabine ist identisch mit den Standardschleppern. Der Einstieg ist nicht ganz so komfortabel wie bei den Vollraupen. Raupenlaufwerk, Vorderachse und Kabine sind jeweils gefedert. Das sorgt für einen sehr hohen Federungskomfort, auch auf der Straße. Das Niveau des Laufwerks lässt sich in drei Schritten einstellen. Die Höhenänderung beträgt insgesamt 16 cm. Das kann beim Ankoppeln mancher Geräte helfen. Unterlenker und Oberlenker sind aufgrund des Laufwerks etwa 20 cm länger. Die Hubkraft ist mit 7,7 Tonnen angegeben. Die serienmäßige Zentralschmieranlage versorgt alle Schmierpunkte des Laufwerks. Lediglich die Antriebswellen sind alle 600 Stunden zu schmieren. Die Sicht auf die Unterlenker ist gut. Im Heck gibt es maximal 6 doppelwirkende Anschlüsse, vorne 2. Die LS-Hydraulik lieferte im Test maximal 192 Liter pro Minute. Durch ein Steuergerät flossen maximal 125 Liter pro Minute. Die entnehmbare Ölmenge beträgt 90 Liter. Es gibt vorne auch ein voll integriertes Fronthubwerk sowie eine Frontzapfwelle. Dann lässt sich auch mit einer Mehrwerkskombi arbeiten, zum Beispiel auf moorigen Standorten. Das Bedienkonzept ist Klaas-typisch. Gut hat uns der Fahrhebel C-Motion gefallen. Isobus-Anwendungen lassen sich auf dem CBIS Touch oder auf dem S10-Terminal bedienen. Für die Spurführung ist das S10 Pflicht. Der Axion bietet mit rund 22 Tonnen das höchste zulässige Gesamtgewicht. Bei einem Leergewicht von 17,8 Tonnen bleiben noch 4,2 Tonnen Nutzlast. Das ist der beste Wert im Test. Die maximale Zugkraft liegt auf dem Niveau der anderen Testkandidaten. Die Zugleistung hingegen ist etwas geringer. Klaas bietet für das Raupenlaufwerk Bänder von Camso in drei verschiedenen Breiten an und bleibt mit allen unter 3 Metern Außenbreite. Wir hatten mit 735 mm das mittlere Band montiert. Mit den Vorderrädern kam der Hase Winkler auf eine Gesamtaufstandsfläche von 3,98 Quadratmetern. Vorteil der Halbraupe ist aufgrund der pendelnden Aufhängung die gleichmäßige Gewichtsverteilung auf das Laufwerk. Damit können die Laufwerke 15 Grad nach oben und 8 Grad nach unten pendeln. Die Antriebsrolle hat Klaas für eine bessere Kraftübertragung größer als bei den Dreschern ausgeführt. Beim Getriebe setzt Klaas auf das lastverzweigende Terramatic von ZF. Es hat 4 automatisch wechselnde Stufen. Die Motordrückung lässt sich individuell einstellen. Im CBIS lassen sich 3 Geschwindigkeitsbereiche wählen, die jedoch keine direkte Auswirkung auf die gewählte Stufe des Getriebes haben. Alle Details zum Vergleichstest finden Sie in den Top Agrar-Ausgaben 1 und 2 2021.